guten Tag und herzlich willkommen hier zum Romag-Treff in Holzbronn. Ich bin hier mit Darko Zimbakow, dem BU-Leiter von der Panel und gleichzeitig auch Hausherr hier. Ja, wir haben eine riesige Nachfrage von unseren Kunden. Wir haben mehr als 1000 Anmeldungen aus 34 Nationen. Das heißt, wir sind wieder auf dem Niveau wie vor der Corona-Krise. Es gibt einen großen Informationsbedarf bei unseren Kunden und wir sind sehr froh, endlich mal wieder wirklich in den richtigen Austausch mit unseren Kunden zu kommen. So, Darko, was haben wir denn Neues hier zu zeigen? Auch dieses Jahr auf dem Treff wollen wir eine ganze Menge Neuigkeiten zeigen, aber auch altbewährtes. Vor allem freuen wir uns auf die vielen Gespräche mit dem Kunden, um gemeinsam Lösungen zu arbeiten auf die Fragen, die uns gerade bewegen. Fachkräftemangel, Flexibilität in der Produktion, Planbarkeit in der Produktion. Und da freuen wir uns mit Ihnen, Ihnen sowohl Equipment, aber auch digitale Assistenten, digitale Lösungen zu zeigen. Ganz großer Fokus dieses Jahr auf das Thema Automatisierung, was uns alle umtreibt. Wir sehen dort eine automatisierte Sägezelle, aber auch im Bereich der Kante und im Bereich der CNC-Roboter werden Sie auf der ganzen Messe hier sehen. Neuigkeiten gibt es auch in einzelnen Optionen. Das Thema Automatisierung, damit verstehen wir nicht nur die Automatisierung des Materialflusses, sondern auch die Kontrolle. Die automatische Schnittqualitätsmessung ist hier zu benennen. Und natürlich wollen wir die ganzen Innovationen auch nach unten reinbringen, im Kantenbereich jetzt neu, Maß und Winkel auch auf die gleitende Kette. Also insofern viel geboten und vor allem freuen wir uns auf Ihren Besuch hier. Ja, prima. Also wir haben viel zu zeigen. Es ist voll hier, die Stimmung ist gut. Freuen wir uns auf die nächsten Tage. Absolut.